Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ich zeige euch nochmal Iragon. Also es gibt jetzt eine neue Version und der Entwickler Repulse will bald auf Kickstarter durchstarten mit Iragon. Und ja, wenn es denn soweit ist, werde ich dann definitiv auf meinem Kanal auch nochmal die Kickstarter-Seite teilen und so weiter, damit ihr eventuell, wenn euch das hier gefällt, was ihr seht, mitmachen könnt und den Entwickler so unterstützen könnt. Und schauen wir uns mal um. Also das Menü ist komplett neu und sieht echt cool aus, muss ich sagen. Wer jetzt noch nicht weiß, um was es sich geht, ich habe eine komplette Playlist von Iragon und da könnt ihr euch auch den Verlauf anschauen, von Version zu Version, was da immer unterschiedlich ist und was dazugekommen ist. Ist auf jeden Fall ein Anime-Rollenspiel, visuell Novel nennt man sowas. Und sind auch natürlich sehr viele, erotische Passagen drin, sag ich mal. Da kommen wir aber bestimmt gleich auch nochmal drauf. Und ich starte das Spiel jetzt einfach komplett neu. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Für mich ist das genauso neu wie für euch. Ich wollte den Eindruck komplett so frisch wie möglich haben. Hallo. Das meinte ich mit erotisch angehaucht, das Ganze. I'm sorry, you had to wait here all day. The representative will see you now. Diese Brustphysik. Bahnbrechend. Aber hat sich einiges getan, muss man sagen. Das ist ein Lappen, da sieht man direkt. So, what makes you think you have what it takes to squire for the Frontier Guard? Well, becoming a knight has been a dream of mine since I was young. A knight? Do you have any highborn relatives we can verify? No, but I'm a really fast learner. I've trained in my spare time, so it's not like I don't know how to use a sword. Okay, will hier dem Militär beitreten? Right now, and that is the most we could ever offer someone with a background like yours. Please. If you just give me a chance, wir sollen in der Küche arbeiten, okay. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Not a good idea. At least I'm getting paid today. The Empire isn't the kind to give up easily, and you're not ready for a real fight. Also das Spiel hat sich komplett geändert. Oh, mal sind wir denn genau noch so. Ah, ne, wir sind schon so groß. Okay. Ja, hier können wir unser Schwert nehmen. Ah, wir haben auch mehrere, oder was? Ja, gut. Ist eine Early Access, ne? Also Version 0.5.2 soll das jetzt sein, obwohl ich beim letzten Mal 0.5.3 schon hatte. Also irgendwas haben die da ein bisschen durcheinander gebracht mit den Versionsnummern. Ich versuche das momentan zu klären und werde dann eventuell den Titel noch anpassen. Aber gehen wir jetzt erstmal rum hier. Aber wenn man sich die ersten Versionen anguckt und dann das jetzt hier, da sieht man einen mega... Fortschritt vom Spiel. Auch wenn das natürlich noch hier auch sehr bedürftig ist und nicht bedürftig, dürftig. Aber wie gesagt, man sieht jetzt wenigstens mal was. Man kann sich die Stadt mal anschauen. Da kann man sich ein nettes Mädel beim Sonnen anschauen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt auch. Weil wir wollen ja alles erkunden, ne? Also geht Tupac hier mal durch. Hi. Ich wollte deine Melonen ansehen. Weißt du, die da? Ah, cool, das Dorf ist wirklich belebt. Da tut sich was. Hallo? Also Anime-Freunde werden hier echt... Spaß haben. So. Can I help you? Aber das meinte ich nicht mit Spaß. Aber ich wollte probieren, ob das noch funktioniert.
Taverne, okay. Mühle, Taverne. Oh, die sind alle riesig. Da ist was. Wolf, Hund. Das sieht aus wie ein Wolf. Bist du... Ha! Okay, der sieht jetzt noch nicht so doll aus, aber ansonsten... Wie gesagt, das ist ein Indie-Entwickler-Team und die brauchen natürlich auch finanzielle Unterstützung und besonders jetzt zu Zeiten von Corona brauchen die halt wirklich finanzielle Unterstützung und ich finde gut, dass sie das jetzt auf Kickstarter versuchen. Und hiermit haben sie wirklich dann eine Demo, die man auch mal auf Kickstarter zeigen kann, damit die Leute sich vorstellen können, um was es sich geht. Und hier ist die Taverne, oder? Ja. Und das ist jetzt wenigstens mal wirklich was, was man schon leichtes Spiel oder leichte Demo nennen kann. Ne? Und das, was ihr vorher mal gesehen habt, das war ja nur irgendwie ja, Versuche, ne? Mal umzusetzen. Das haben wir wirklich auch Story Eric, drin. There you are. Look, I need the pay you promised me. Of course, of course. Here you are. 2 gold shillings. 2? But we had agreed on 9. Times are very tough right now, with the approaching war and all. I'm still paying you more than anyone else would for simply delivering a letter. War? Wait, that's not fair. Neither is life. Figure something out, kid. Is it true? The war I'm hearing about. I'm afraid so. A royal messenger was here this morning. I'm not sure why he hasn't delivered the news to the stronghold yet. What did he say? It's not good. A massive imperial army is marching through the southern border. Every attempt made to halt their advance has failed. The southern border? That's where my parents live. I need to help them. Sorry to say, but I don't see that happening. Maybe, but... What else am I supposed to do? It's my family. Here's what. Go to the nearby farm and talk with the owner. If someone can help you reach the border in time, it's him. Great. I'll go find him. Thank you. Good luck. Just follow the signs. You'll be there in no time. Okay, so haben wir ja auch schon Wegmarkierungen bei der Story. Das war meine Magierin gerade. Okay. Ah, dann sollen wir hingehen. Dann machen wir das auch mal. Also ich glaube, das ist wirklich die Anfangsstory von dem Jungen, den wir spielen. Und in der letzten Version, die ich gezeigt habe, da waren wir, glaube ich, schon irgendwie ein Soldat und dann ist uns auch direkt dieses Mädchen in die Arme gelaufen, die wir dann beschützt haben. Grab Spell, use the grip to grab and throw Spell. Ah. Ja, das sind unsere Magie-Sachen. Funktioniert auch nochmal anders. Sie hatten das mal versucht, das Ganze übers Schwert zu machen. Dass man hier so eine Art Zauberschwert hat. Also kam immer mal wieder was anderes. Die probieren natürlich auch aus, ne? Da ist noch was. So, jetzt haben wir grün. Jetzt kommen wir durch. Durch Stargate. Achso, Perry. Okay.
Finish him. Ja, ich möchte doch parryen. Na komm. Na komm. Funktioniert das schon mal gut. Ich dachte jetzt nicht das Inventar, aber ansonsten funktioniert es gut. So, durch. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, da wird gekämpft. Okay. War ich jetzt schon kaputt? Hey. Er trifft mich ja immer. Are you all right? I think so. If you hadn't, they... Hey, don't worry. They're gone now. Thank you. What happened? Kein Problem, Kleine. Why did they attack you? I don't know. I was traveling home and they came out of nowhere. I thought they were bandits. I've never seen bandits with armor like this before. They might be foreign soldiers. Do you think there's more of them? I'm not sure, but it's getting dark. You're not safe out here on your own. We could at least find a good place to spend the night. You might be right. Stay close. I promise I'll protect you. Wäre jetzt noch nice gewesen, wenn die wirklich auch mit denen erstmal irgendwie gekämpft hätte oder so, ne? Erica. Go to camp to interact with Erica. Erica. Komm, ihr wollt das sehen. Weiß ich. Jetzt kämpft sie aber mit, okay. Boah, man ist aber schnell down hier. Jetzt ist Erica weg. Ach, da oben wird gekämpft. Erica, hast du gut gemacht. Wir gucken hier mal. Na, guck mal. Also Schwert kriege ich manchmal nicht gut gezogen. Wäre besser, wenn man das hier rausziehen könnte, wirklich. Ah, guck mal, da ist ja wieder einer. Komm, Erica. So, ja mal. Press Trigger to enter camp. Machen wir doch mal. Ah, das war das Camp, okay. Hier konnten wir wahrscheinlich, können wir uns Upgrades für unsere Leute holen. Thanks for saving my life. I'm Erica, but I'm not sure you told me your name. Derek, I think I've seen you in the village before.
How are you holding up? Leute, wenn ihr eine Lady anschaut, immer in die Augen, ne? I think I'll be fine, now that we're safe. Yeah. I don't mean to pry, but what were you doing in the woods anyway? I was bringing supplies to my family. They live not too far ahead, outside the village, so I usually help them out. It's never been dangerous before. Not until now, at least. Can you help me reach them? Who knows what else is lurking out there? I don't see why not. I'm going in the same direction anyway. Really? Great, but are you scared? Maybe a little. But hey, I have you to protect me now. I think I'll be fine. Was passiert, wenn wir bei 100 sind? Oh yeah, yeah, for sure. No one stands a chance against me. Wait for me, won't you? I'll be back in a second. You know, I'm glad you found me. Thinking about what could have happened if you hadn't shown up. No, don't worry about that. It's behind us now. Yeah. I'm here. I won't let anything bad happen to you. So will ich kämpfen. Is that a promise? It is. Warum? Thank you. Alter, touch her. Ich kann in ihren Kopf reingucken gerade. Da war nicht viel drin. Guck, da ist nicht viel drin. Lightmarkers lief, Mann. Okay, die mag uns schon mal, ne? Ah! Oh Gott, warum lacht die dann? Guck mal. Stop touching me! Ah, okay, jetzt sagst du es wenigstens. So, lief. Ich muss das einfach machen, weil beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe und so ein Mädel da stand und ich das gemacht habe, habe ich echt fast auf den Boden gelegen. So, hier können wir wahrscheinlich unser Schwert verbessern. Ah, okay, Mana Orbs. Upgrades. Also muss man immer was freischalten für die Kräfte. Ja, auch schon mal interessant. Also ich habe so ein Spiel vorher noch nie gespielt, wo man wirklich Rollenspiel mit Erotik irgendwie mischt. Okay, ist hier der Fall? Komm. Ha! Haben wir zusammen besiegt. Money, money, money. Okay, ist jetzt kein Blade and Sorcery, aber das will es ja auch nicht sein. Ich finde wichtig, dass man hier immer weiter einen Fortschritt sieht im Spiel und das sieht man definitiv. Looks like we have a long journey ahead of us. We'll get through this together. Okay, jetzt sind wir in dieser Eiswelt, wo wir schon mal waren. Aber wie gesagt, wer das noch nicht kennt, das Spiel, und den Verlauf von den ganzen Updates, da gibt es eine Playlist, die zeige ich euch. Also die haue ich in die Infobox auch. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ich finde es super interessant, sowas zu sehen, wie so eine Entwicklung voranschreitet. Das Menü finde ich noch nicht so ganz toll oder nicht so gut gelungen, muss ich echt sagen.
Na, jetzt komme ich an die Dinger nicht ran hier. Guck mal, der hüpft immer wieder. Ah, nicht so schön. Okay. Wieder gut gemacht. So, jetzt haben wir es hier. Da ist oben noch eine Kiste. Die versuchen wir mal zu holen. Da. Da gibt es wieder Geld und dafür können wir uns wahrscheinlich dann Upgrades holen. Den kann ich nicht ablocken. Okay, die... What? Was war das? Mal hier einen Feuerzauber holen. Okay. Skelette können nix. Okay, hier könnten wir wieder in unser Camp, möchten wir aber jetzt eigentlich nicht, oder? Irgendwelche Upgrades haben. Mit ihr reden brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nee, oder? Doch. Ach, guck mal. Da haben wir auch was freigeschaltet. Ach, die will echt was. I can't believe we're still alive. Yeah. Aber nicht mehr lange. I think the woods would have gotten that dangerous. I don't wish to sound ungrateful. I appreciate all that you've done. But why are you still helping me? You keep getting yourself in danger because of me. It's not like I had a choice. You could have gotten yourself killed. Well, perhaps. But not everyone would have done what you're doing for me. Könnte natürlich den Mund bewegen, maybe wenn not nicht, anyone, ne? But I want to be a knight someday. This is a good opportunity to prove myself to the military. The military? So I'm just like, what? A damsel in distress to you? I mean, technically you are, but no, I'm not doing this just for me. It was the right thing to do. Uh-huh. Okay. I mean it. And I think you're great. I'm glad you're here with me. Okay, well, thank you. Anyway, for everything. But I think I'll go to bed now, if that's okay. Also man kann wirklich so Beziehungen zu den Charakteren aufbauen. Also man wird ja verschiedene freischalten können. Und ja, bin ich mal gespannt, wo das Ganze hinführt. Aber ich denke mal, die haben sehr, sehr viel noch geplant und ist noch gar nicht klar, ob das ganze Spiel überhaupt bis zum Ende entwickelt wird. Wenn kein Geld da ist, wird es natürlich schwer. April. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Die kämpft aber mit, okay. Gehört aber noch nicht so wirklich zum Storyteil. Weil die erzählt ja jetzt gar nichts. Okay, ich komme da nicht hin. Kann ich hochklettern? Nein. Okay, das war's für ihn. Jetzt hier die Sachen einsammeln.
Geht schon ziemlich lange, diese Demo, muss ich sagen. Die anderen gingen relativ kurz, immer nur. Spüre mein Schwert! Oh, jetzt geht's aber ab hier, oder? Ah, Inventar ist echt. So, den packe ich mir jetzt als erstes da hinten. Oh, ich kann irgendwie mein Schwert nicht nehmen. Könnte was damit zu tun haben, dass ich mit der Index spiele. Und da die Grip-Taste noch nicht so wirklich gut gelöst ist. Und natürlich nicht optimiert ist für die. Weil wir sehen die ganze Zeit Oculus-Controller. Jetzt. Okay, ich bin gerade irgendwie. Ah, okay. Nee, wir wollen jetzt nicht interagieren. Oh. Du bist aber groß. Endlos lange Beine hat sie. Uiuiui. How would you rate the sex scenes? Ja, gut. Das kam, so eine kleine Umfrage kam immer, am Ende der Demo und ja, Leute, das war es jetzt erstmal mit der Demo hier und wir haben echt viel Neues gesehen und ich habe eben noch mit den Entwicklern gesprochen oder geschrieben und morgen oder übermorgen soll schon eine neue Version rauskommen, aber ich wollte heute unbedingt das Video hier machen, konnte nicht warten, weil es schon so lange her ist und so kann ich dann wenigstens von 052, also die ich jetzt quasi gerade teste, warum auch immer die wieder 052 heißt, mit der 053er, mit der neuen 053er vergleichen und mal schauen, was sich da alles getan hat und ja Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, euch hat das hier natürlich auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, also ein Like. Und falls ihr Fragen habt oder ja, mich interessiert auch, wie euch das Spiel hier gefällt, einfach mal unter die Kommentare schreiben, wäre das was für euch oder sagt ihr euch, das ergibt irgendwie alles gar keinen Sinn zusammen. Anime, Sex, Rollenspiel und so weiter und so fort. Also ja, würde mich natürlich über Kommentare freuen. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ja, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt oder neue Livestreams und so weiter und so fort. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.